Ja, ich glaube, wir fangen schon mal an. Ja, schon. Herzlich willkommen zur Session Custom Fields verschachtelt. Im Programm so ausgeschrieben und ich habe noch einen kleinen Zusatz gemacht und wiederholbar, denn das verschachtelt war eigentlich nur ein Zwang, den wir festgestellt haben, als wir Custom Fields wiederholbar machen wollten. Ich erzähle euch eine kurze Abhandlung, was wir am Core verändern mussten, was wir für Pull-Requests geöffnet hatten, um das überhaupt möglich zu machen, dass es soweit kommt. Und erzähle auch am Ende kurz, wie der aktuelle Stand ist und wann damit zu rechnen ist, wann dann wirklich Custom Fields uneingeschränkt wiederholbar sind. Den Anspruch, den wir hatten, als wir damit gestartet sind, war, wir wollten einen eigenen Custom Field Type erstellen, also ein eigenes Plugin, und wir wollten eine echte Wiederholbarkeit schaffen. Und wir wollten dafür sorgen, dass unser eigener Custom Field Type auch als Kindelement von Custom Field Types, also von unseren Elementen, eingesetzt werden kann. Das war sozusagen der Anspruch, den wir hatten, und woraus kam der Anspruch? Die Motivation dazu war ein Kundenprojekt, an deren Ende wir eben festgestellt hatten, das wollen wir jetzt mal anders lösen. Wir haben die Online-Ausgabe eines Kundenprojektes umgesetzt für einen großen Lebensmitteleinzelhandel, für eine große Kette. Und da hatten wir bisher eine eigene Entwicklung, haben uns eine Art CCK dafür geschaffen, für zusätzliche Attribute und Felder zu einem Joomla-Artikel. Und mit 3.7 hatten wir dann die Möglichkeit, Custom Fields einzusetzen, und uns war irgendwie klar, das machen wir mit Core-Elementen, weil das auf Dauer weniger fehleranfällig ist, zukunftssicherer, irgendwie sauber, wartbarer und damit eben auch für die Zukunft waren geringere Kosten zu erwarten. Das war so unsere Motivation. Also mussten wir unser CCK irgendwie überführen in Core. Das war also das Ziel, was wir hatten. Was wir damit verwalten, waren Rezepte. Wir hatten eine große Datenbank von Rezepten, mittlerweile glaube ich über 500. Und es gibt eben ein Rezeptredaktionsteam, die diese Daten dort einpflegen. Und die sollten die Möglichkeit haben, zu jedem Artikel, also wir verwalten Rezepte als Joomla-Artikel, und wir wollten eben zusätzliche Felder haben für die Zutaten, und wir wollten sozusagen mehrere Elemente haben, die so zugehörig sind. Menge, Einheit und Zutat gehören eben zusammen, und davon sollte man beliebig viele anlegen können. Es kommen auch noch andere Beispiele. Und das war das Ziel unseres Custom Field Types. Ja, um das zu realisieren, haben wir dann auf die Custom Fields zurückgegriffen. Das war eben ganz interessant, dieser Ansatz, dass wir dort wiederholbar Dinge anlegen können. Echte Wiederholbarkeit gab es ja nicht. Was wir brauchten, waren eine echte Wiederholbarkeit. Also wir hatten ja Listenelemente, gibt es ja als Custom Field, aber die waren ja immer so angelegt, dass man sie vorher einmal definieren musste und dann irgendwie anzeigen konnte. Wir konnten ja nicht im Artikel dynamisch sozusagen Elemente hinzufügen. Und was wir eben auch nur konnten, wir können eigentlich nur Basic-Felder hintereinander anfügen. Also Text und User- und Kalender-Elemente konnten wir wiederholbar machen, aber das war nicht das, was wir wollten. Also müssen wir uns einen wiederholbaren Custom Field Type selber bauen. Technisch gesehen heißt, ist das eben so ein Custom Field Type Plugin. Der soll eine Liste von Kind-Elementen haben, die wiederholbar sind. Und wir wollen diesen Custom Field Type Subform nennen. So, das war unser Ansatz. Und die Idee war eben, das Ganze so flexibel zu halten, um im besten Fall eben jeden möglichen Custom Field Typen auch als Kindelement einsetzen zu können.
also innerhalb eines Subform-Elements. Und da müssen wir irgendwie einmal Begrifflichkeiten klären. Es muss immer sehr genau darauf geachtet werden, in welchem Kontext man von Field Type redet. Wenn wir von einem Custom Field Type sprechen, dann reden wir von einem Typen eines Custom Fields, zum Beispiel Text oder Text Area. Und jeder dieser Typen ist mit einem eigenen Custom Field Type Plugin in Joomla vertreten. Wenn wir aber generell von einem Joomla Field Type sprechen, dann meinen wir die im Joomla Core eingebauten Felder, also diese Form-Field-Typen, ebenfalls Text und Text-Area. Das sind aber unterschiedliche Dinge. Die Form-Field-Types, die werden im Frontend und auch im Backend benutzt und die können wir dann im Joomla-Form zusammenbauen und üblicherweise sind die eben als XML definiert. Und Ziel unseres Subform-Custom-Field-Types-Plugins war nun quasi die aus dem Joomla-Form diese bekannte Funktionalität der Subforms eben auch auf die Custom Fields zu erweitern. Also in den Joomla Form Field Types gibt es Subforms und das wollten wir jetzt übertragen auf die Custom Field Types, damit wir eben das Geschachtelte benutzen, dieser Custom Field Types nutzen können. Und das stellte sich eben ein größeres Problem stellte sich eben raus, weil wir nämlich Subforms in Subforms benutzen müssen, um diese zu stacken. Und ich zeige mal, warum das so war. Warum brauchen wir nun Subforms in Subforms? Weil eben manche Custom-Field-Typen Einstellungsmöglichkeiten enthalten, die per Subform gelöst sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Custom Field Type Radio. Das wird mit einem Subform konfiguriert. Und das sieht man hier in dem Beispiel. Man hat ja unten die Werte, die man da definiert und das ist eben Subform. Und wenn wir dieses ganze Element, dieses Radio-Element in unser Subform integrieren wollen, dann haben wir Subform in Subform. Und da wir ja von Anfang an die Idee hatten, bei unserem Subform-Custom-Field-Typen, dass der Benutzer frei entscheiden kann, welche Felder und welche Typen er innerhalb eines Subforms anlegen möchte, also bei unserem Kundenprojekt waren es jetzt Textfeld und Imagefeld, also wir haben zum Beispiel so Zubereitungsschritte für ein Rezept, da haben wir mal ein Bild und einen Erklärungsschritt. Aber es soll ja eben auch möglich sein, dass man einen Radiotypen dort einbindet. Und da muss der Benutzer eben die Anzahl der Felder oder die Namen der Kind-Elemente konfigurieren. Und diese Konfiguration soll wiederum in einer wiederholbaren Liste stattfinden. Also haben wir uns das so vorgestellt, dass wir beim Erstellen eines Custom-Feldes selber eintragen, welche Felder das Custom-Field dann enthalten soll. Und da kam eben der Knackpunkt, wenn ich dort eben ein Radio-Element auswähle in unserer Subform oder auch andere, die eben eine Subform nochmal wieder enthalten, dann haben wir eben den Fall, dass wir das Subform in Subform haben. Und diese Funktionalität konnte Joomla nicht. Und dafür haben wir jetzt erstmal einen Pull-Request eingereicht, der ist jetzt auch in 3.9 drin, damit überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür geschaffen ist, dass wir Subform in Subform haben. Und ich zeige mal, wo die Probleme lagen. Also erstens ist uns eben aufgefallen, dass das JavaScript, das sich darum kümmert, dass wir bei Klick Zeile hinzufügen, Zeile entfernen, Zeile verschieben, also das, was man so kennt aus diesen Subforms, da werden von den Buttons Aktionen ausgeführt und dieses JavaScript, was dahinter steckt, das war überhaupt nicht bereit dafür, innerhalb einer Subform eine andere Subform zu beherbergen. Denn das führte dazu, dass bei Klicks auf tiefer geschachtelte Subforms das Haupt-Subform hinzugefügt, verschoben oder entfernt wurde. Also es gab gar keine Zugehörigkeit, zu welchem Subform diese ganzen Aktionen nun zugehören. Das JavaScript war einfach nicht dafür gebaut. Also müssen wir dem Subform nicht nur sagen, dass es unter sich auch Buttons hat, sondern dass eben diese Funktionalität hat, sondern wir müssen eben auf ganz speziellen Buttons diese
die müssen irgendwie eine eindeutige ID haben. Die Subforms müssen eine ID haben und die Buttons dazu müssen auch irgendwie eine ID haben, dass man weiß, welche Buttons für welche Subform zuständig sind. Und an dem Beispielcode sieht man eben, dass wir das ein bisschen umgebaut haben. Vorher waren diese Dinge, hatten diese Aktionen auf diesen Buttons immer nur so ein Group Add und waren eben total unbestimmt, auf welchen Button das geht. Und wir haben erstmal sowas eingeführt wie so eine Unique Subform ID. Das sieht man ja an dem Code. Das war so der erste Schritt. Zweitens, nachdem wir das dann gefixt hatten, also man nun theoretisch für tiefer geschachtelte Subforms die korrekt neue Zeile hinzugefügt hatte, fiel eben das nächste Problem auf. Die Buttons funktionierten nicht ordentlich. Es lag eben daran, dass die Art und Weise, wie diese neuen Zeilen dieser Subform gebildet werden, in einem Script-Tag standen. Das sieht man in dem oberen Teil, in dem roten. Für euch ist es nicht rot, aber in dem oberen Teil sieht man es. Dort wird eben so ein Sublayout eingefügt. Und das befindet sich in einem Script-Tag. Da nun aber in diesem Sublayout auch Script-Tags sind, hatten wir sozusagen verschachtelte Script-Tags. Und das mögen Browser nicht so gerne. Also hier mussten wir das Template für die neuen Zeilen einer verschachtelten Subform umbauen, so dass das Template eben nicht mehr in einem Script-Tag steht, sondern, und dafür haben wir jetzt einen HTML5 Template Tag benutzt, das eben genau dafür vorgesehen ist und das auch explizit unterstützt. Und drittens, das war dann gelöst, dann gab es aber noch eine Menge Probleme mit JavaScript-Funktionen, die das Verwalten dieser Subforms übernimmt. Und die JavaScript-Funktion zum Beispiel übernimmt das Durchnummerieren der Inputfelder bei einem Subform. Aber wenn zum Beispiel eine neue Zeile hinzugefügt wird, nimmt also das Template und wird das Template benutzt und das ersetzt den Namen der im Template vorhandenen Felder mit einer Nummerierung, damit das Joomla-Backend eben weiß, zu welcher Zeile welche Felder gehören. Und da gab es eben auch noch ein Problem mit den verschachtelten Subforms, weil die Subforms die Nummerierung der Elternelemente behalten musste, aber ihre eigene, also die müssen ja eine Zuordnung haben zu dem Elternelement, aber sie müssen auch ihre eigene Nummerierung haben. Und das haben wir eben in diesem Beispiel gemacht. Es wird also erstmal werden die Elternelemente durchnummeriert und dann werden sozusagen in der zweiten Ebene die Kindelemente dazu durchnummeriert. Und erst dann war es eben möglich, diese Funktionalität, die auf diesen Buttons liegt, mit Zeile hinzufügen, verschieben und löschen, eben immer einem Subform auch zugeordnet zu haben. Dafür haben wir einen Pull-Request eröffnet, der eben erstmal überhaupt nur die Möglichkeit schafft. Das war total abstrakt, weil ja noch nicht sofort eine Funktionalität dahinter war. Und viele Leute haben das dann getestet und meinten, sie könnten damit sofort irgendwie repeatable und verschachtelte Subforms erstellen. Aber das war ja nicht der Fall. Also wir mussten ja erstmal im Core die Möglichkeit schaffen und dann unser Plugin irgendwie entwickeln. Also wir haben das im August 2017 eingereicht und im Oktober 2017 war es eigentlich schon ready to commit. Und dann gab es ein paar Feedback-Zyklen. Und wir haben eigentlich gedacht, dass es so demnächst mal gemerged wird. Dann gab es aber eine längere Diskussion, ob es sich um einen Bugfix oder ein Feature handelt. Und man könnte jetzt darüber lächeln, aber es ist anscheinend ganz wichtig, denn neue Features können eben nur in einer Major-Version veröffentlicht werden. Das ging da ziemlich lange intensiv hoch her. Wir haben uns da so ein bisschen rausgehalten und es wurde eben beschlossen, dass es eben kein neues Feature ist, sondern eigentlich nur ein Bugfix. Wir haben dann auch teilweise den Pull-Request so ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir auch noch irgendwie normales Tagesgeschäft hatten und bei uns lief es ja. Dadurch haben wir so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst für die Joomla 3.9, die Beta 1, sind dann nochmal freundlich darauf hingewiesen worden, dass wir nochmal ein bisschen was machen müssen und haben das Feedback nochmal abgearbeitet
Und dann haben wir es tatsächlich noch geschafft, dass wir im September 2018 nochmal auf Ready-to-Commit gesetzt wurden und dann schlussendlich haben wir es dann in die Beta 3 geschafft. Ja, und nun? Also dann gab es nochmal so ein, gab es Feedback zu dem Subform im Subform-Typen und es gab auch einen kleineren Bug-Report, den haben wir dann angenommen und darauf aufbauend nochmal einen Bugfix entwickelt. Der ist jetzt Teil von 3.9.1 und nach dem Mergen haben wir dann sozusagen unseren Haupt-Pull-Request, diesen 22.44.6, der heißt Subform Custom Field Type, also dieses eigentliche Plugin. Den haben wir dann im Anfang Oktober eingereicht, also diesen Jahres. Da gibt es im Moment noch ein paar Feedback-Zyklen und sollte aber eigentlich Teil von 3.10 werden. Mittlerweile gibt es aber von Roland Dahl-Mulder gibt es einen eigenen Pull-Request, der jetzt auch schon in 3.9 veröffentlicht wurde und der auch wiederholbare Custom-Field-Types anbietet. Dieser Custom-Field-Type heißt Repeatable. Der beinhaltet aber eben nur solche Felder, die in ihrer Einstellung keine Subforms enthalten. Also er hat dieses Problem ausgeklammert. Aber Fakt ist eben, es gibt diese Funktionalität jetzt. Jetzt müssen wir damit irgendwie handeln. Also wir müssen, Roland hat es schon mal angeboten, wir können ja sein Plugin ablösen durch unseres, weil ja die Funktionalität in unserem enthalten ist. Aber die Schwierigkeit, die jetzt eben besteht, ist, dass ja in der 3.9er, die jetzt schon draußen ist, wahrscheinlich schon Leute dieses Repeatable-Feld genutzt haben. Und wir müssen also jetzt irgendwie eine Lösung finden, dass in der 3.10er unser Plugin enthalten ist, aber mit Rolands Plugin angelegte Felder auch weiterhin nutzbar sind. Da sind wir jetzt ein bisschen dran und haben noch keine Lösung. Wir wissen noch nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Also es ist ein bisschen schwierig. Und nochmal eine Anregung kam dann auch noch von ihm, das ist ja irgendwie ganz nett, wenn man jetzt mal hier auf so einer Konferenz zusammensitzt. Er hatte noch vorgeschlagen, dass wir vielleicht in unserem Subforms Custom Field Type nicht nur neue Felder definieren können, also Listen und dann eben auch Listen, so ein Radio-Element oder ein List-Element und dann eben die Wertepaare dort definieren, sondern dass wir die eben auch auf oberster Ebene einmal anlegen und dann immer wieder benutzen können. Das wollen wir nochmal sehen, dass wir das noch reinkriegen. Das wäre irgendwie nochmal so eine Verbesserung. Und ja, im Einsatz ist das ja auch schon. Also für uns gibt es das ja schon ganz lange. Wir benutzen das und so sieht es dann aus. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Custom Field, aus dieser Custom Field Einstellung im Backend. Und was wir eben haben, wir haben einmal diesen Switch-Button, wiederholbar oder nicht, das können wir halt immer einstellen. Und dann können wir eben Felder hinzufügen über diesen Plus-Button und können die dann, diese ganzen Elemente, eben einmal verschieben. Und wir haben ja jetzt ein Textelement und nutzen das eben für die Menge der Zutat. Genau. Ja, wie geht's weiter? Wir hoffen, dass wir das schaffen mit 3.10 und dass dann wirklich für alle Felder Subforms möglich sind, Custom Field Types. Und dass ihr dann fleißig sowas einbauen könnt, wie richtig verschachtelte Subforms. Mal schauen, ich würde mit Roland nochmal irgendwie mich zusammensetzen und nochmal schauen, wie wir da eine Lösung finden mit seinem Plugin. Auf jeden Fall war es eine Erfahrung, zu sehen, wie lange sowas dauert, bis so ein Feature dann endlich mal drin ist. Und auch, was da teilweise für Diskussionen aufkommen. Also ich fand diese, ist das jetzt ein Feature oder ein Bugfix-Diskussion, die fand ich ein bisschen verstörend, muss ich mal sagen. Und das ermutigt auch nicht unbedingt, sowas weiterzumachen. Wir sind ein bisschen dran geblieben und haben zwischendurch auch schon fast aufgegeben, aber haben es dann doch noch weiter verfolgt. Also ich kann nur raten, wenn ihr irgendwas entwickelt für Kundenprojekte und meint, das könnte ja irgendwie auch andere irgendwie weiterbringen, scheut euch nicht und macht mal so einen Pull-Request und versucht einfach mal so eine Änderung in den Core reinzubringen.
Auch wenn es langsam und mühsam ist, aber es, am Ende lohnt es sich. Das ist so die Erkenntnis, die wir daraus haben. Ich bin durch. Marco, ich wiederhole deine Frage, stell mal. Oder so. Also der Funktionsansatz, den Roland gemeint hat, habe ich ihm auch schon gezeigt, habe ich auch schon implementiert. Ich denke, wir sollen uns mal zusammensetzen, um das dann durchzuackern. Das wäre ja blöd, wenn du das aufs Neue implementiert, wo ich schon habe. Ja, ja. Also wie gesagt, wir haben es eigentlich auch schon fertig. Vielleicht müssen wir das mal spezifisch das benutzen. Ich nenne das dann von Instantiated Fields, ja? In einer repeatable Form. Ach so, du meinst schon fertig definierte Felder. Ja, ja, klar, das wäre schön. Genau, dann müssen wir das nicht zweimal machen. Genau. Ja, lass uns mal. Ja, das ist gut. Eine gute. Genau. Sonst noch Fragen? Verständnisfragen vielleicht auch. Okay, dann schließe ich und hab noch viel.